Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 an die Arbeit. Und genau da befinden wir uns auch noch mit Donika auf der Arbeit und sind immer noch auf der Suche nach unserer Verdachtsperson. Wir haben hier mal wieder die Alexa Heck stehen. Ich krieg gerade keine Altersangabe, also da steht der Name. Ah, doch jetzt. Nee, sie ist erwachsen. Das heißt, rein theoretisch würde sie eh rausfallen. Jetzt kriege ich eine Altersangabe. Hier nicht. Vielleicht muss ich die Leute erst kennenlernen. Das kann sein. Weil wir suchen eine junge Erwachsene, blondhaarige Frau, die Jeans trägt, einen Trägertop und böse ist. So, Alexa scheint es diesmal nicht zu sein. Die Dame ist Seniorin und eh tot. Die da ist, weiß ich nicht, aber die trägt eigentlich auch keine Jeans, hat auf jeden Fall keine blonden Haare und einen Trägertop. Naja, würde ich auch nicht sehen. Da unten haben wir noch jemanden stehen. Die habe ich schon mal angeklickt. Die hat zwar auch keine blonden Haare, aber vielleicht könnte man dieses Oberteil als Trägertop bezeichnen und Jeans im Bund. Ja, warum nicht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kriege immer gesagt, ist das nicht die da drüben? Aber hier ist sonst keiner. Also ich weiß nicht, ob ich wieder mal blind mit Blindheit geschlagen bin oder was auch immer. Ja, so langsam wird es schwierig hier, ne, bei der Polizisten-Sache, wenn ich die Leute nicht finden kann. Da ist bei uns die Jasmin Holiday, die hat hier kurze Haare und ist aber bestimmt nicht gemeint. Ja, ich könnte noch mal ein Stockwerk höher gehen, weil, also wir lassen es jetzt hier mal laufen, damit sie sich mit den Leuten unterhält. Manchmal tauchen hier auch an den unmöglichsten Stellen plötzlich Sims auf, ne, die man so vorher nicht gesehen hat, ne. Ich kriege auch okay, Donika hat folgendes Merkmal kennengelernt, gemein, aber das ist ja nicht böse. Okay, das hilft uns auch nicht, können wir jetzt sehen. Also sie ist aber zumindest junge Erwachsene. Okay. Eine junge Erwachsene, gemeine, aber ja, Jeans trägt sie, aber ein Trägertop, weiß ich nicht. Könnte sie aber sein. So, was sagst du? Und? Wie schaut's? Ich krieg wieder keine Info. Ich habe so jemanden vor einer Weile gesehen, dort drüben. Okay, kann ich dich auch noch kennenlernen irgendwie mal? Ich wollte ja auch noch mal was machen. Moment mal. Ist hier, ne? Ja, wenn man hier drauf drückt. Wir haben wie viele Punkte? 3000 irgendwas, genau. Nee, kein neues Bestreben, ich will in den Belohnungsstore. Da gibt es nämlich was, ich gehe mal auf die Merkmale, wachsam. Wachsame Sims erfahren die Merkmale anderer schon bei einem Treffen. Das kaufe ich mir jetzt. Ich finde, das ist perfekt für Donika. Und ja, mal gucken, ob es auch direkt wirkt. Schauen wir mal. So, dann lern die mal kennen. Und wo hast du ihn gezeigt? Da drüben halt, ne? Ja, da drüben. Ich aber niemand. Wo soll ich denn da drüben gucken? Da läuft wer. Aber das ist männlich, wenn ich es richtig sehe. Akira. Bleib doch mal stehen. Ich drück Pause und er läuft weiter. Merkt ihr das? Irgendwas ist hier. Ah, sie ist ein Snob. Und das ist Akira, ja. Gut, haben wir unten noch mal wen vielleicht Neues? Ist hier noch irgendwer aufgetaucht, der hier noch nicht war? Da ist noch jemand, aber die ist auch nicht blond. Ist das schwierig diesmal? Ich komme mir gerade wieder vor, als würde ich nach Pflanzensims suchen. Okay, dich können wir auch mal befragen. Bist du eigentlich eine junge Erwachsene? Jetzt kriege ich das nicht angezeigt. Schade. Okay. Okay, okay. Ja, komm, nicht so viel Quasseln da. Ist, ja. Jetzt ist die Info wieder weg. Das war eine junge Erwachsene. Hier, die da, ne? Auch irgendwie ist das schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig alles. Ihr seht überall Leute, nur ich sehe die eben nicht. Ich glaube, die ist nicht hier drin. Also,
Ich kann mir ja die da mal merken, aber die war gemein und nicht böse und... Gib mal die Leute her, hier. Ah, hier steht ein bisschen mehr. Die ist ja auch Polizistin. Die ist eine Kollegin? Es sind neue Kollegen da. Ich muss es wirklich sagen. Chaotin, okay. Die ist ein Snob, okay. Die liebt die Natur. Ja, aber, Alexa ist böse. Könnte es schon wieder Alexa sein? Jetzt mal ganz ernsthaft. Aber sie ist erwachsen. Keine junge Erwachsene mehr. Und immer noch Polizistin. Warum bist du immer noch Polizistin? Dich müssten sie schon längst rausgeschmissen haben. Also ich finde, sie passt bis jetzt noch am besten auf die Beschreibung. Ganz ernsthaft. Aber da steht ja ausdrücklich, es soll eine junge Erwachsene sein. Weiblich, blonde Haare ist ein junge Erwachsene. Trägt einen Trägertop und ist böse. Und trägt Jeans, ja. So einen Mensch habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Oder wird das wieder eine Verfolgungsjagd ohne Ende? Also, ich weiß es nicht. Warum tauchen diese Leute nicht genau so auf, wie sie da drin beschrieben sind? Das wär's doch mal. Ja, hier haben wir nur... Wen? Da. Das ist ein Mann. Also, ich meine, der juckt mich ja dann eh nicht. Da läuft noch wer rum. Das ist Daniel. Auch ein Typ. Kein Mädel. Also, wir suchen ausdrücklich nach einer Frau. So viel ist ja wohl klar. Also das, denke ich, werden sie ja hoffentlich nicht verändert haben. Wenn da steht weiblich, dann ist die wohl weiblich und sieht nicht nur weiblich aus. Hoffe ich mal. Haben wir denn hier noch irgendwen? Das ist Akira, genau. Vielleicht sollte ich halt auch mal mein Suchradius etwas vergrößern. Aber hier ist niemand sonst. Bin doch nicht blind, oder? Nein, bin blind, ja, gut, okay. Hier sitzt auch keiner sonst, den, wo ich sagen könnte, okay, habe ich übersehen, da hinten sitzen welche. Okay, was ist hier noch geboten? Frösche, Frösche, Frösche. Aber hier läuft auch gerade keiner rum. Also die Gegend ist auch nicht schlecht, ne? Muss man mal sagen. Gefällt mir irgendwie gut. Da komme ich jetzt nicht weiter. Aber da, wo die zwei Leute sitzen vielleicht. Aber da ist auch niemand blond. Nee, oder? Das ist doch kein Trägertop. Izumi. Izumi? Ah. Nee, das kann es auch nicht sein. Also ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Das ist mein Problem mal wieder, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rumsuchen soll, um da irgendwen, auf den diese Beschreibung passen könnte, zu finden. Ich meine, ich gucke mich um. Da ist Jasmin, da geht's dann eh nicht weiter. Also hier ist Ende, da komme ich nicht vorwärts. Und hier ist sonst niemand in der Gegend. Da läuft noch, aber das ist auch ein Typ. Bleib doch mal stehen. Oh, dass sie immer laufen müssen. Könnt ihr nicht mal stehen bleiben, wenn ich gucken will, wer ihr seid. Ja. Ist ein Typ, genau. Das war der, der eben hier vorne lang gelatscht ist. So. Und hier läuft sonst niemand. Da ist wieder jemand. Moment. Aber das ist eine Seniorin. Das sieht man doch schon. Oder? Ja, also Seniorinnen sind nicht gefragt gewesen. Und vielleicht auf der Seite? Sollte ich da mal gucken? Nee, da komme ich ja sowieso nicht hin. Nö. Ja, was mache ich jetzt? Sie sitzt am PC. Das ist ganz toll, dass du da am PC sitzt. Das nutzt aber niemandem was. Also, entweder würde ich jetzt sagen, okay, ich lege mich auf Alexa fest. Mal wieder. Weil sie irgendwie wenigstens passt, auch wenn das Alter vielleicht nicht bestimmt. Vielleicht hat der Verdächtige mittlerweile Geburtstag gehabt. Könnte ja sein. Und nehme die einfach wieder mit. Alexa ist immer die Böse, so ungefähr. Oder ich gebe auf und versuche es ein andermal noch. Also hier, sie will mal einen Tag Urlaub nehmen, das kann ich ja sofort anbinden. Weil, ehrlich gesagt, ich habe sonst keine Ahnung, was ich noch hier suchen soll. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh Gott, die Zeit rennt auch weg. Es sind nur noch 5 Stunden. Ich meine, ne?
Alles andere passt halbwegs. Halbwegs wenigstens. Und hier kommt halt auch sonst niemand. Das ist das Problem. Das ist kein Mensch da. Also kein Sim da. Der irgendwie sonst noch auf diese Beschreibung passen würde. Da ist niemand. Ich meine, wie gesagt, ne? Da hinten waren Leute, aber die haben auch alle nicht gepasst. Und außer dem paar Leutchen hier gibt's niemanden. Ich meine... warte mal. Ach, Marina Schmitz. Falsch. Ja, gib mal her, Marina Schmitz. Ist auch erwachsen. Also auch die ist Kim nicht in Frage, wenn es darum geht. Die ist auch erwachsen. Die sind gerade alle erwachsen. Die einzigste ist hier sie. Die ist gemein. Okay, könnte man vielleicht nochmal nachfragen, ob sie vielleicht auch böse ist, aber wo ist denn die jetzt überhaupt? Moment. Wo ist diese Dame hin? Die da weg. Da hinten ist sie nicht mehr. Ach Gott, ist das kompliziert. Da läuft eine alte Omi rum. Und hier könnte man sich was zu essen machen. Nee, aber was essen könnte man da. Ja, jetzt ist die auch weg irgendwie. Keine Ahnung, hab sie verloren. Ich zieh ihn fort. Die läuft nach oben. Vielleicht ist sie auf Klo. Ist sie aufs Klo gegangen? Nee. Aber nicht schon wieder böse Kollegen. Also es ist... Also die würde wenigstens vom Alter her passen. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ehrlich, Leute, ich habe keinen Plan. Ich lasse wieder die Zeit laufen, in der Hoffnung, dass da vielleicht doch nochmal irgendwer kommt. Ist auch wieder nur ein Typ. Mann, ehrlich. Langsam fängt es an, dass mir die Fahndungen keinen Spaß mehr machen. Alles ein bisschen sehr kompliziert geworden. Wer bist du? Ja, und alle laufen sie mit dem Rock rum, statt mit einer normalen Jeans, ne? Also, Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung. Gibt's hier eigentlich ein Untergeschoss? Nee. Irgendwas, was ich übersehe? Ja, die sitzt da noch. Die sitzt da hinten am PC. Die andere ist weg. Alle beide weg. Au, halt, warte. Stopp. Wer läuft denn da? Ja, bist du? Aha! Ja, die fragen wir mal. Das könnte noch als leicht blond vielleicht durchgehen. Hallo du. Wer bist du? Und vor allem, ja. Wir haben uns auch mal freundlich vorstellen. Komm mal ein bisschen schneller her. Auf jetzt. Ah, vielleicht ist das unsere Person. Sie ist zumindest weiblich, sieht jung aus für meine Begriffe, hat einen Trägertop, hat eine Jeans an, ja, und scheint kokett zu sein. Hast du jetzt zu meiner Verdachtsperson irgendwas Sinnvolles gesagt? Nee, ne? Nicht kokett, böse. Wow, das passt, das passt. Moment, stopp. Also, die Haarfarbe könnte man eher als kupferrot bezeichnen, aber das zählt vielleicht auch noch als blond. Ich meine, man kann sich die Haare färben. Ist sie eine junge Erwachsene? Das würde mich jetzt... Ja! Also, sie ist junge Erwachsene. Sie trägt einen Trägertop. Sie hat eine Jeans an. Für meine Begriffe ist das eine Jeans. Sie ist böse. Das sind vier... Warte mal. Nochmal gucken. Also, zählen wir mal durch. Trägt Jeans, erstes Merkmal hat sie. Weiblich ist sie. Blonde Haare weiß ich nicht. Junge Erwachsene ist sie. Trägertop trägt sie. Und sie ist böse. Das heißt, das Einzigste mit den blonden Haaren würde bei mir jetzt rausfallen. Die nehmen wir jetzt mit. Die nehmen wir jetzt mit. Das ist mir sowas, die verhaften wir jetzt ganz frech. So, die wird mitgenommen. Ich will hier nicht mehr lange suchen, ganz ernsthaft, und die passt am besten bis jetzt auf die Beschreibung. Doch, du wirst jetzt festgenommen. Gesetzeswidrige Festnahme. Oh, Mist. Warte mal. Gesetzeswidrige Festnahme.
Dir wurde Jobleistung abgezogen, weil du versucht hast, jemanden zu verhaften, der nicht den Hinweis für deinen Fall entspricht. Sieh dir die Hinweise im Notizbuch an, um möglichst mögliche Verdächtige zu finden. Ja, aber die ist doch ein möglicher Verdächtiger. Habt ihr doch selber jetzt gesehen, wie viel da übereinstimmt? Okay. Das heißt, die Gesetzes... Wir sind wieder nach hinten gerutscht. Leute, warum? Warum ist die Banane krumm? Ich finde hier niemanden, der besser passt. Die hat perfekt gepasst auf alles. Mal von der Haarfarbe abgesehen, okay. Aber Haare kann man sich, wie gesagt, färben. Ja, und alle anderen passt ja nun mal fast gar nichts. Oder immer nur ein Teil. Ich glaube, ich mache was anderes. Ich gehe jetzt zurück. Wir gehen zurück zum Polizeiwache, weil das ist mir hier zu dumm. Können wir zurückgehen? Ja, komm, Abmarsch. Ich habe keinen Bock mehr. Das wird mir hier gerade zu blöd. Okay. Völlig ins Klo gegriffen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja. Ich habe momentan echt kein gutes Händchen hier mit meinen Sims. Kümmern wir uns jetzt erstmal um den Rest. Lassen wir sie mal was futtern und trainieren und dass wir da vielleicht nochmal Leistung ein bisschen steigern können. Und mit dem Fall, ich weiß es nicht. Da würde ich sie jetzt am liebsten alleine zur Arbeit gehen lassen beim nächsten Mal und hoffen, sie löst den Fall einfach so für sich mal. Das wäre natürlich perfekt, wenn das ginge, aber das klappt, glaube ich, nicht. Ja, also irgendwie. So, was müssen wir machen? Strafanzeige aufnehmen, Fingerabdrücke. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Mittagspause und gehen was essen. Ja, so, hol dir mal was zu futtern. Du hast Riesenhunger. Das heißt, du holst dir ein Essen, richtiges. Nicht nur so Pipi-Krams. So, und ich muss schon wieder auf die Uhr gucken. Oh Gott, nee, der ganze Part ist dafür draufgegangen, da irgendjemanden hinterher zu rennen, den es nicht gibt. Also ich weiß nicht, ob ihr jemanden gesehen habt, auf den diese Beschreibung passt, aber ich nicht. Wie gesagt, die letzte jetzt war für mich die perfekte Person, weil wirklich bis auf eine einzige Sache alles gepasst hat. Sie ist junge Erwachsene, sie ist weiblich, sie hat einen Trägertop, sie hat Jeans und böse. Das einzigst nicht passende war die Haarfarbe. Also wenn ihr eine Idee habt oder sagen könnt, hier, die ist an dir vorbeigelaufen, rechts, links, dann gucke ich gern noch mal nach, wo da ich was verpasst habe, damit ich weiß, wen ich eigentlich suche. Ehrlich, das ist frustrierend, wenn einem so Fehler unterlaufen. Arme Tonika, du bist nicht schuld, dann bin ich die Dumme, ne? Nicht, dass du dir den Schuh anziehst, du machst hier beste Arbeit. Es ist nur halt leider so, ja, es wird nicht einfacher scheinbar. Bei welchem Level sind wir denn hier jetzt eigentlich arbeitsmäßig? Naja, Level 7 Polizistin, ja, es muss ja irgendwo auch schwerer werden, denke ich mal. Ach, und wir reden mal wieder mit der guten Dame hier. Das ist eine andere, genau, das ist jetzt, naja. Ist das nicht die, die ich vorhin fast festgenommen hätte? Oh Gott, ich glaube, das ist die. Yeah, die ist jetzt die Polizeipräsidentin. Ja, wenigstens habe ich es bei ihr nicht versucht, sie festzunehmen, ey. Das hätte völligst zu Problemen geführt. Gut, ja, du isst da und unterhältst dich mit ihr, das ist wunderbar. Ich würde sagen, meine Zeit ist schon wieder abgelaufen, das ist grauenhaft hier momentan. Ich mache hier wieder den Cut und wir schauen beim nächsten Mal, ob wir es dann besser hinkriegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß an meiner Verzweiflung pur. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.